herzlich willkommen zu Strandes Play with Friends. Heute wieder mal ein Auto-Video. Wie ihr sehen könnt, testen wir den Polestar 2. Aktuell sind wir noch am Laden und wenn wir noch ein bisschen mehr Energie haben, dann geht es auf die Straße. Wir fahren heute in das schöne Landau und erzählen euch noch ein bisschen was über das Auto. Bis jetzt die ersten Meter sind wirklich schön, es ist ein ganz tolles Auto. Und wir laden hier fertig und dann geht's weiter. So, da sind wir im Innenraum des Polestars. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe das Auto jetzt seit gestern. An der Stelle muss man mal ganz klar auch sagen, vielen Dank an Polestar Karlsruhe, die von sich aus gesagt haben, hey, du kannst das Auto freitags abholen, bringst uns Samstag irgendwann wieder. Du kannst so viel fahren, wie du möchtest. Also das ist mal komplett anders wie jetzt zum Beispiel Tesla, die einfach 30 Minuten Zeit, also die einem 30 Minuten Zeit lassen, um das Auto mal zu fahren und anzugucken. Und man merkt doch, je länger man unterwegs ist, umso mehr fällt einem auf. Deswegen gibt es eigentlich viele interessante Dinge zu dem Polestar zu sagen. Das hier ist jetzt die Long Range Dual Motor Version mit 406 PS. 406 PS, völlig ausreichend. Wenn man hier das Gas durchtritt, ist schon ordentlich. 408 PS sind es genau. 408 PS, danke schön. Die 2 PS machen es natürlich total, aber ja, 408 PS. Ja, sind korrekt. Ordnung muss sein. Preislich liegen wir hier bei dem Modell, so wie es jetzt ist, bei 53.000 gequetschte. Wir haben ein Glasdach, wir haben 20 Zoll Felgen, wir haben die gute Musikanlage, die wirklich fantastische Musik von sich gibt. Wissen wir ja, können wir nicht machen, weil ich erinnere da noch an das erste Tesla Video, wo der Radio lief und wir Probleme GEMA-technisch hatten. Ja, die Musikanlage ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Da verzerrt nichts, es ist glasklar, da kommt richtig Dampf bei raus. Also für Leute, die gerne laut Musik hören, kann ich nur empfehlen. Zum Fahren, was gibt es zum Fahren zu sagen? Es fährt sich unfassbar entspannt. Es ist wirklich absolut die Liga von Tesla. Der gesamte Polestar ist für meine Begriffe die Liga von Tesla. Die mich öfters schauen, wissen, dass ich ein Tesla-Fan bin und dass bis jetzt an den Tesla nichts rankommt. Aber ich muss sagen, Polestar ist da wirklich ganz, ganz knapp dahinter. Ich wüsste, wenn man mir einen Tesla hinstellt und einen Polestar und sagen würde, such dir was aus, ich wüsste im Moment wirklich nicht, zu was ich tendiere. Der Polestar gefällt mir von der Karosserie, von außen optisch besser wie der Tesla. Er ist kantig, er ist bullig, es ist ein schönes, wirklich, wirklich schönes Auto von der Optik. Er fährt sich fantastisch. Wir sind jetzt hier gerade auf der Autobahn unterwegs. Ich habe den Tempomat drin, wir haben Abstandshalter, wir haben wirklich allen Schnickschnack, was ich natürlich als altes Spielkind wirklich super finde. Wir haben Anzeige, aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier könnten wir jetzt fahren, aber vor uns fährt einer mit 95 und ich gleite so durch den Verkehr. Der Display ist auch wirklich sehenswert. Also man sieht das jetzt hier wahrscheinlich auf dem Video nicht ganz so gut. Glasklar, gestochen scharf. Da gibt es überhaupt nichts zu mäkeln. Die Bedienelemente, gut, es sind mehr wie beim Tesla. Beim Tesla hat man die zwei Tasten und den Display. Hier sind es ein paar mehr, stört mich aber in dem Fall wirklich überhaupt nicht. Wichtige Bedienelemente am Lenkrad sind vorhanden. Das Lenkrad an sich finde ich auch sehr, sehr schön und gelungen gemacht. Ja, es ist übersichtlich und eigentlich fährt der Polestar sich wirklich fast von alleine. Ja, der Innenraum, ihr seht, ist in schlichtem Grau gehalten, was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist dieses schnuckelige Schnöpsi-Dingsi. Anders kann man das ja irgendwie nicht nennen. Schnöpsi? Schnöpsi-Dingsi. Damit kann ich lediglich die Gangwahl betätigen.
Aber ich finde es einfach, sieht einfach stylisch aus. Die gesamte Ablage hier ist richtig gut gemacht. Das hat einfach wirklich Hand und Fuß. Man muss sowieso sagen, und ich bin ein großer Freund davon, von Dingen, über die man nachgedacht hat. Ja. Ich zeige euch nachher mal noch einen Ausschnitt aus dem Kofferraum. Da ist so eine, wie soll ich sagen, so eine, wie sagt man, so eine Blende, so ein Teil zum Hochklappen, was den Kofferraum mehr oder weniger in zwei Teile teilt, damit das nicht alles im Kofferraum rumfliegt, was man dabei hat. Es ist eine Kleinigkeit, ja, aber das ist unfassbar praktisch. Ja, induktive Ladeschale haben wir hier, das heißt, ihr könnt das Handy da vorne reinlegen und es wird geladen. Ob man es braucht, sei dahingestellt, mein Handy ist meistens voll. Ansonsten, was haben wir noch zu sagen? Das Polestar-Logo, das schreiben sie so groß auf der Homepage mit beleuchtetem Polestar-Logo. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Hier wird ein Polestar-Logo hin projiziert. Muss ich mir die Frage stellen, wer guckt denn von oben auf den Polestar? Gucke ich da hoch? Ist es nötig? Nee, brauchen wir eigentlich. Vielleicht, wenn es dunkel ist. Okay, das müssen wir mal noch testen. Heute geben wir dann schon ab. Also dunkel wird es bei uns heute nicht mehr. Da hätten wir gestern Abend mal schauen sollen. Ansonsten, der beschleunigt jetzt hier wieder von alleine. Also das Fahren ist wirklich, muss man sagen, total entspannt. Wir haben noch 190 Kilometer Reichweite bei 49%. Polestar gibt die Reichweite von diesem Modell mit 487. Ich kann euch 87 gern einmal kurz die Eckdaten vorlesen. Und zwar haben wir, wie gesagt, den Polestar 2 Long Range Dual Motor. Ist ein Doppelmotor, hat 300 kW, ist dadurch ein Allradantrieb. Wir haben 408 PS, genau. Es gibt noch eine Upgrade-Version, das wäre dann die Performance-Software, wo man mit aufspielt. Dann haben wir 350 kW und 476 PS. Wer es will, nice to have. Dann, was haben wir noch hier zu sagen? Wir haben ein Drehmoment. Ich glaube aber nicht, dass das noch nötig ist. Nee, das ist nicht nötig. 406 PS reichen wirklich. Ein Drehmoment haben wir bei 660 Newtonmeter. Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist hier angegeben mit 205 Stundenkilometer. Die Reichweite, wie wir eben auch schon gesagt haben, 487 Kilometer. Eine Anhängelast, für wen es interessant sein sollte, haben wir von 1500 Kilogramm. Die Batterie ist eine 80 kW Lithium-Ionen 27 Module Batterie. Kann ich jetzt nicht ganz so viel mit anfangen. Dann gibt es natürlich noch die verschiedenen Lademöglichkeiten, wie man das machen kann. Ja, ansonsten interessant ist noch, vom ganz normalen Standard Range Single Motor haben wir einen Einstiegspreis von 43.725 Euro. Wenn man dann den Long-Range-Single-Motor nimmt, ist der Einstiegspreis schon bei 47.425 Euro. Und den Dual-Motor, den wir jetzt gerade Probe fahren, ist der Einstiegspreis 51.425. So viel mal zu den Eckdaten. Also genau. Sind wir da auch preislich einfach komplett auf Tesla-Niveau. Also ich finde, er ist sein Geld wert, auf jeden Fall. Da haben wir schon andere E-Autos gehabt, die das Geld in meinen Augen nicht wert waren. Man muss da halt natürlich immer sehen, das ist eine Stange Geld, ganz klar. Aber ich finde, das ist sein Geld auch einfach wert. Man bekommt viel fürs Geld. Jetzt haben wir mal das Blinkergeräusch, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video hört. Da scheiden sich mit Sicherheit die Geister. Ich finde das Geräusch wirklich passend und schön. Also es stört null. Es kam aber auch schon hier auf, das hört sich an wie eine Störung im Radio. Kann man drüber denken, was man will. Was ich eben auch noch gemerkt habe, wir haben einen Spurhalteassistent. Also wenn ich jetzt zu weit an die weiße Linie fahre, dann fängt sofort das Lenkrad an zu vibrieren und sagt mir, hey, Kollege, pass mal ein bisschen auf, was du da eigentlich machst. Vor allem, was machst du eigentlich? Hier haben wir wieder mal... Ja, das sieht man, das ist immer ein Schild, ich sag nichts.
Ende ist es doch noch ein Zuschauer, der sich dann angesprochen fühlt. Ja, was fehlt denn noch? Mir fällt jetzt, wenn man eigentlich alles erwähnt, was... Was ich jetzt noch sagen kann, ist, wie man hier auf dem Bildschirm auch sieht, man kann das Lenkgefühl einstellen, man kann natürlich ESC-Sportmodus logischerweise reinmachen, also ESC ausschalten. Dann gibt es den One-Pedal-Drive, was bedeutet, ich kann einstellen, inwieweit die Rekuperation sich einschaltet, also wie stark er runterbremst und dann die Energie rückführt. Man kann hier mit dem Kriechen, wenn ihr das lesen könnt, einstellen, ob er an der Ampel rollt oder direkt stehen bleibt. Das finde ich auch unfassbar gut gemacht, dass er einfach stehen bleibt. Man braucht die Bremse eigentlich gar nicht drücken, wenn man das One-Pedal-Drive auf Standard hat und ein Gefühl dafür hat, dann kann man das einfach das Auto ausrollen lassen und er bleibt stehen. Man muss nicht die Bremse drücken, er bleibt einfach so stehen. Also das ist auch wieder ein ganz entspanntes Fahren. Allerdings, was jetzt am Anfang passiert ist, die ersten Male anhalten, ich versuche das Auto auszumachen, aber es geht nicht aus. Also er geht von alleine aus. Sobald man aussteigt, merkt er, okay, der ist weg und dann schaltet er sich aus. Andersrum, sobald man einsteigt, schaltet er sich sofort wieder an, stellt die Klimaanlage wieder an, spielt die Musik ab, so wie man ausgestiegen ist. Ist natürlich auch eine Komfortfunktion, aber unfassbar praktisch in meinen Augen, weil einfach einsteigen und losfahren. Man muss nur den Gang, also Bremse drücken, Gang einlegen und man kann direkt losfahren. Das finde ich auch wirklich komfortabel. Definitiv, da gebe ich dir auch recht. Man sieht hier jetzt noch auf dem Bildschirm, oder ganz kurz noch zum Thema komfortabel, wir haben elektrisch verstellbare Sitze, auch mit Speicherfunktion, finde ich auch sehr komfortabel, wenn wir es davon gerade haben. Und dann auf dem Display seht ihr jetzt auch noch, was man eigentlich alles noch einstellen kann, die Fahrerassistenz, inwieweit er den Tempomat, den Spurhalteassistent einstellt. Dann kann man hier, wie man sehen kann, die Schilder und die Geschwindigkeitsbegrenzungen mit zuschalten. Er hat diesen Kollisionsvermeidungsmodus drin, genau. Und was Bliss. Wir vorhin noch gesagt haben, Bliss, genau, hat er drin. Was ist aber Bliss? Bliss ist, glaube ich, einfach nur das Piepsen beim Einparken, vermute ich jetzt mal. Müssen wir noch genau gucken. Da machen wir auch nochmal ein kurzes Video drüber, wenn wir irgendwo einparken. Über die Rundumkamera, das finde ich auch sehr gelungen. Mercedes-Fahrer kennen das natürlich schon. Da machen wir gleich auch nochmal ein Video. Wenn wir angekommen sind in Landau, suchen wir uns einen Platz, wo wir mal einparken können. Was direkt eingebunden ist, was ich auch schön finde, ist Google Maps. Also ohne, dass ihr ein Handy oder irgendwas da jetzt koppeln müsst, ist Google Maps hier drin. Damit kann man super navigieren. Gleichzeitig wird es auch im Cockpit in der Anzeige mit angezeigt. Also auch wenn ich am Display weiter scrolle, kann ich trotzdem im Cockpit in der Anzeige sehen, wo Sprich, ich hinfahren der Beifahrer ist. Kann auf dem Display rumfummeln und es stört Vielen den Fahrer Vielen Dank. Nicht. Oder du kannst auch was umstellen und kannst trotzdem natürlich noch sehen, wo du hin musst. Und da haben wir vorhin auch schon getestet, auch wenn es einfach nur Google Maps ist und ich eine Strecke eingebe, gibt er mir trotzdem die Ladepunkte aus, wie oft ich wann und wo laden muss. Also das ist für uns, haben wir ja auch schon gesagt, ganz wichtig, dass einfach diese Ladestation, ich möchte die nicht selber mit dem Handy suchen müssen. Genau. Ist bei Polestar inklusive dabei. Ah, da kommt ein Tesla hinter uns her. Er versucht es zumindest. Hinter dem BMW kommt ein Tesla. Also hinter den beiden BMWs kommt Tesla. Ja, dann werden wir euch mal noch zeigen, wie das mit dem Einparken ist, den Kofferraum zeigen. Und ansonsten das Fazit von dem Ganzen. Ich würde sagen, Polestar auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Klar, man muss das nötige Kleingeld haben. Auch für mich ist es mit Sicherheit erstmal keine Option. Wir schauen uns demnächst den Honda e an, also eines der nächsten Videos wird vom Honda e sein. Das ist ein sehr kleiner, kompakter e-Wagen,
mal sehen, ob ich da zuschlag. Polestar ist einfach für das, was ich täglich zurücklege im Auto, einfach auch viel zu überdimensioniert. Ansonsten, ja, machen wir als nächstes weiter mit dem Einparkvideo. So, wir sind jetzt in den Landauer Weinbergen angekommen. Sehr schön hier. Leider spielt das Wetter nicht mehr so ganz mit. Ich zeige euch mal den Kofferraum. Achtung. Finde ich halt auch sehr nobel. So, und zwar kann man das hier hochklappen. Und dann hat man im Endeffekt den Kofferraum in zwei Teile geteilt. Und alles, was hier vorne ist, kann halt mehr durch den kompletten Kofferraum rutschen. Ja. Also das finde ich sehr praktisch. Dann laufen wir noch mal einmal um den Polestar rum. Also ist schon schön. Das ist übrigens auch eine Sonderlackierung, die noch mal extra kostet. So, und dann zeige ich euch mal noch das Einparken. So, dann zeige ich euch mal noch das Einparken. Das war natürlich falsch, ich wollte nach vorne fahren. Das ist jetzt die Rundumsicht, die sehr gelungen ist, wie ich finde. So, wenn ich nach dem Rückwärtsgang reinmache, senken sich auch die Spiegel. Und dann kann ich hier ganz gemütlich in den Parkplatz fahren. Ich sehe genau, ich stehe ein bisschen. Ja, das geht aber. Ah, noch ein Stück. Sehr schön. Das war's mit dieser Probefahrt im Polestar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich mal noch probefahren soll, könnt ihr das gerne kommentieren. Und als nächstes ist geplant eine Honda E-Probefahrt. Die dürfte auch in ein paar Wochen kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.